Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario Odyssey. In der letzten Folge haben wir so gut es ging fast jeden Mond im Wüstenland gesammelt. Eine ist bei der Hinweiskunst hinter drinnen und eine andere konnten wir gar nicht rauskriegen, wo der ist. Keine Ahnung, müssen wir noch schauen. Vielleicht nach der Hinweiskunst wissen wir es. Dann sind wir hier ins Seeland gegangen und haben jetzt schon feststellen müssen, dass die Hinweiskunst vom Cityland, die hier ist, leider nicht angesetzt hat. Weil ich sie wahrscheinlich nicht richtig anhat, aber egal. Angeguckt hat man nicht. Ich kann gar nicht sagen, was ich hier toll finde. Die Einheimischen oder die Architektur? Wurde hier das Schnicksenkleid genäht, das Peach getragen hat? Übrigens, vorhin kam ein Mond vorbeigeflogen. Alles klar. Bei dir ist er sicherer. Alles klar. Der kommt natürlich vorbeigeflogen. Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Bäumen denken. Ja, Forstland, danke. Aber da gehe ich jetzt noch nicht hin. So. So, haben wir hier eigentlich auch? So, was haben wir hier? Auf dem Dach des Aquagrunds. Ah, du bist das. Was bist du dann für ein Mond? Das muss ich noch rausfinden. Ich brauche hier Weltraumklamotten. Der Shop ist ja gleich da vorne, also können wir es gleich machen. Moment. Ich habe vielleicht eine Idee. So. So. Tauchen. Es kann vielleicht sein, dass hier unten ist einer aufgetaucht. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Kann sein, muss nicht sein. So. Stellt sich gleich raus. So, Moment. Ja, da ist er. Ist tatsächlich da unten hin. Dann haben wir noch einen Blumenmond, den ich gerade gesehen habe. Den haben wir wohl, als wir hier waren, gepflanzt, den Samen. Aber nie eingesammelt. Dann nehmen wir die. Und der Wasserflora. Dann haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, jeden. Ja. Jeden Mond hier im hinteren Bereich gesammelt. Moment. So, was sagst du mir denn jetzt? Schau mal, das ist das Schnicksenkleid. Seeland ist endlich wieder beim Alten. Die Braut hast du auch gerettet. Die Liebe ist wirklich die größte Inspiration. Naja. Naja. Wir gehen erstmal hier lang. Neuer Artikel. Ich brauche die... Weltraumsachen. 8. 28. Haben wir Albtraumzeug? Albtraum. Genau. Ich meine, Weltraumzeug haben wir das schon. Irgendwas Weltraumhaftiges. Weil ich weiß, gibt es sogar ein ganzes Kostüm dafür. Vielleicht habe ich einfach zu wenig Monde dafür momentan. Ja, momentan haben wir halt echt keine Monde für. Ja, doch, 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 macht schon Sinn. Nee. Nichts Interessantes hier. Nichts Interessantes. Wir könnten uns allerdings ein neues Kostüm kaufen. Warum habe ich mich gerade umgezogen? Egal. Nehmen wir Retro-Mütze. Und das Kostüm dazu. So. Ich wollte das nicht. Gut, danke. Dann gehen wir
wieder zur Odyssee und machen die Monde vorne. Und danach fragen wir mal unseren Papagei, was wir denn machen müssen. Noch 3 Monde für uns. 4 Monde meine ich natürlich. Dann fehlen uns aber noch 5. So. Ah, ich weiß einen Mond auf jeden Fall schon mal nochmal. Unser liebes Angeln müssen wir noch machen. Vielleicht funktioniert es ja dieses Mal besser. So. Muss ich vielleicht mit dem Frosch hier hinter und hier irgendwo runter? Nope. Wir müssen einfach den ganz normalen Weg mal gucken. Und irgendwo gibt es bestimmt noch einen Mond oder so. 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 Dann kommen wir mal hier hoch. Irgendwo ist doch bestimmt ein zweiter Mond oder so. Aber wo? Ah, ich sehe schon. Gut. Komm, Alter, dieser Zentimeter da. Mann. Die Giftgrotte. So. Springen wir runter. Dann müssen wir halt jetzt schauen, dass wir richtig springen. So. Ja, gut, passt. Dann sind wir wieder hier. Das ist der Fisch. Der Fisch. Meine Frische, warum will die anderen Fisch sagen? So. Gut, dann sammeln wir den normalen Mond ein. Wir müssen schauen, wie wir das jetzt hier machen. So, wir müssen jetzt losspringen. Und am besten jetzt. Warum ist der Frosch? Mann, jetzt darf ich den ganzen Kack nochmal machen. Ey. Komm, Game. Warum? Dann mache ich es halt nochmal. Er ist jetzt nicht gesprungen, als ich geschüttelt habe. Das finde ich jetzt auch geil. Gott. So. Dann der Sprung. Der Sprung. Da lang. So. Das schafft der Frosch. So. Ja, das schafft er nicht. Gut. So, hier. Wow, holy moly. So, hier. Gott, das hat funktioniert. Warum hat das funktioniert? Warum hat das funktioniert? So.
So. Gut. Meine Fresse. So, dann hier wieder lang. Hier lang. Gut, sind wir wieder da. Also an sich ist die scheiß Station ja nicht schwer. Das ist Sub-Area, meine ich natürlich. Allerdings. Weiß ich nicht. Der Rückweg will noch nicht so ganz. So. Jetzt muss ich die nächste Welle warten. Gut, jetzt dürften wir es haben. Moment. Jetzt, geil. Danke, Game. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt noch das Koopa Freerunning und dann... Naja, jetzt weiter. Dann gehen wir ans Angeln dran. Okay, den Vogel haben wir. Oh, na. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir hin müssen. Auf die Brutal-Kampfplattform. Ja. Okay. Ach du Kacke. Oh, what the fuck, Alter. Mal echt unten lang. So. Gut. Ich hasse es. Mario. Bro, what the fuck? Gut. So. Meine Fresse, Alter. Gut. So, Moment. Komm, 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 komm. Noch knapper kann ich es nicht machen, oder? Okay, ich dachte aber, dass es oben rum geht. Jetzt müssen wir unten drunter durch. Ja, das war halt scheiße, was ich gerade gemacht habe, aber... Naja. Überschallgeschwindigkeit, genau. Ich war ganz knapp vor dem anderen. Naja. Dann gehen wir ins Expertenrennen. So. Dann weiß ich wenigstens, dass wir da lang müssen. Und wir nicht abkürzen können. Zumindest bin ich nicht gut genug daran. So. Perfekt. Golden ist schon weg. Gut, da hinten ist nix. So. Komm, Alter, meine Fresse. So. So.
ob ich jetzt gegen den scheiß Ding hier verliere. So. Ne, verliere ich nicht. So. So. Auf jeden Fall besser. Deutlich besser als vorhin. Aber nicht gut, denke ich mal, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Gamern. Aber hat gelangt für den Mond. Das ist das Mindeste. So. Dann gehen wir jetzt angeln. So, und danach müssen wir mal gucken, wo wir die restlichen Monde herkriegen. Gut. Beiß mal an, mein Freund. Warum verschwindest du jetzt? Hä? Warum ist der Dicke jetzt verschwunden? Das Angeln ist nur in diesem Land so bescheuert. In anderen Ländern kriege ich es ja hin, aber warum hier nicht? Komm schon. Tja, will nicht. Der Große will nicht, hallo. Digga. What the fuck ist hier mit dem Fisch los? Deswegen habe ich es auch damals, als wir hier waren, aufgegeben, weil der Fisch einfach nicht anbeißen will. So. Hammern jetzt endlich. Danke, Fisch, dass du mal anbeißt. So, dann fehlen jetzt noch 4 Monde. Richtig? Ja. Dann gehen wir zum Papagei und lassen uns mal sagen, wo denn der Mond fehlt. Naja. Ah ja, ich weiß schon, einen zumindest. Überraschung in der Bröckelsäule. Das ist hier eine Bröckelsäule. Weltraum, ja, das kann ich nicht machen, weil ich das Kostüm nicht habe. Der Piratenlook ist in. Ist vielleicht danach bei dem verfügbar, also kann ich zwar nicht machen. Aber die bröckelnde Säule, what the fuck ist die bröckelnde Säule? Aber ich markiere einfach mal den Mond. Was für eine bröckelnde Säule? Hier gibt es einen Haufen Säulen. Und weh, du markierst mir jetzt nicht den, den ich will. Naja, perfekt. Ich glaube, das ist der, den ich will. Richtig. So, Moment, warte, was? Okay. Als ob, das habe ich nicht mal gehört, gesehen, sonst was. Fuck. Ja, moin. Und dann ist wahrscheinlich Piratenlook und, Altraum-Look, Weltraum-Look da oben, aber was ist dann der letzte Mond? Weil die Hinweiskunst haben wir ja im Moment. Wir müssen runter zum Vogel. Dann sag uns mal, was der letzte Mond ist, mein Freund.
So. Im Stil des Wilden Westens. Du willst mir sagen, dass sie mir 3 Monde geben, oder wie? Es sind ja 3 Leute. Vielleicht muss ich mit allen 3 reden. Vielleicht ist das das Sinn. Vielleicht muss ich tatsächlich einfach nur mit allen 3 reden. Kann tatsächlich sein. Probiere ich einfach mal. Bei Piraten nur Kammer, glaube ich. Weltraumlook nicht. Ich mag alles mit Cowboys. Gut. Cowboys, Pirat. Und Astronaut. Können wir noch nicht machen. Weil da müssen wir im Mondland wahrscheinlich mit Lila-Coins kaufen. Cowboy und Astronaut und Pirat machen wir mal. Das will die Mittlere sehen. Ja, 3 Schwestern. So. Dann. Wie komme ich hier hoch? Außer schwimmen natürlich. So. Du bist Pirat, richtig? Klasse, einfach genial. Mit diesem Aufzug bist du der Schrecken der Meere. Ein Pirat, wie er im Buch steht. Gut, dann geben die mir tatsächlich 3 Inspirationen. 3 Monde für. Dann holen wir uns noch den anderen. Und beenden dann die Folge. Also Cowboy ist es. Wir müssen auf jeden Fall sowieso nochmal hierher kommen wegen der Hinweiskunst. Und dann haben wir auch noch einen Mond hier abzuholen. Dann passt ja. Cowboy. Cowboy. So, dann haben wir das Kostüm noch und dann können wir nächste Folge frisch ins Forstland fliegen. Ja, oder wir fliegen diese Folge noch. Ja, ich glaube, das machen wir nächste Folge erst. So. Ah, kack, jetzt habe ich gerade mein Mikro geschlagen. Mal gucken, ob man das im Video hört. Mal gucken. Das Piraten. Hier, du bist Cowboy. So. Gut. Im Stil des Wilden Westen. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's ins Forstland. Richtig? Ja. Ins Forstland geht's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.